Gazelle. Fanz-Tel. Außen Stahl. Hinterradausbau. Nichts Besonderes. Ich zeig's trotzdem mal. So, Hinterradausbau. Wir schalten die Schaltung erstmal auf Gang 1 oder so ist das, glaube ich. Ja. Dann lösen wir die Achsmutter. Mit einem 15er Schlüssel. Ich löse den Kettenspanner. Das gleiche tue ich auf der anderen Seite. Und zusätzlich löse ich noch den Bremsanker. Den schraube ich komplett ab. Die Schelle, Bremsankerschelle, entfernen wir. Die Schraube zumindest. Gut, jetzt klapper ich ein bisschen hin und her. Ja, das ist ganz gut, dabei rutscht es nach vorne. Dabei rutscht das Rad nach vorne und die lösen sich. Dann nehme ich die Kette hier runter und lege sie über das Ausfallende drüber. Ziehe ich das Laufrad nach hinten. Schraube die rechte Achsmutter ab. Fixierscheibe ab. Spanner ab. Und löse diese Schaltvorrichtung. Zack. Dann wird entriegelt hier mit dem Ding. Einmal entriegeln und dann abziehen. Jetzt kann ich das Hinterrad entnehmen. Wunderbar. Beim Einbau umgekehrt. Zeig aber später. Das war der Ausbau. Ich hoffe, es konnte euch ein wenig helfen. Jetzt mache ich da noch ein kleines Video zum Einbau. Das sind dann die reinen Videos. Nicht wundern, dass sie wirklich so kurz sind. Das sind rein die Videos zum, wie mache ich das? Wie macht Tommy das? Also bis später.